Wusstest du, dass viele Zinsen, die das Finanzamt erhebt oder erhoben hat, illegal sind? Alles, was du darüber wissen musst als Selbstständiger, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von der Conte Steuerberatung und ja, wer kennt's nicht? Manchmal gibt man seine Steuererklärung einfach zu spät ab. Oder manchmal kriegt man auch einen neuen Steuerbescheid für ein längst vergangenes Jahr. Beispielsweise aufgrund einer Betriebsprüfung haben sich ein paar Dinge geändert und du bekommst für ein Jahr einen neuen Steuerbescheid. Das Finanzamt erhebt ordentlich Zinsen auf Steuernachzahlungen, wenn das eigentliche Wirtschaftsjahr, auf das sich dieser Bescheid bezieht, mindestens 15 Monate her ist. In solchen Fällen nimmt das Finanzamt 6% Zinsen pro Jahr. Oder um genauer zu sein, 0,5% Zinsen pro Kalendermonat. Ganz ehrlich, 6% ist natürlich deutlich mehr als marktüblich. In Zeiten, wo wir über 0% Zinsen oder sogar Negativzinsen sprechen, nimmt das Finanzamt auf eine Steuerschuld noch 6% Zinsen. Diese Zahl kommt eigentlich aus dem Jahr 1961, ist also schon sehr, sehr alt und damals in den 60ern war das auch noch das allgemeine Zinsniveau. Heute ist es vollkommen unverhältnismäßig. Und dass das unverhältnismäßig ist, sagt übrigens auch das Bundesverfassungsgericht. Denn am 18. August 2021 gab es ein Urteil, das sagt, dass diese Zinsen und dieses Zinsniveau verfassungswidrig ist. Das heißt, falls du noch einen Steuerbescheid haben solltest, auf den diese Zinsen ausgewiesen sind, oder du eventuell sogar noch einen Steuerbescheid bekommst, solltest du dringend Einspruch einlegen und solltest diese Zinsen nicht zahlen. Ich glaube, die Berechnung der Zinsen und das finanzielle Ausmaß wird am besten deutlich, wenn ich das einfach anhand eines Beispiels mal erkläre. Gehen wir mal davon aus, dass ich persönlich meine eigene Einkommensteuererklärung für 2019 zu spät gemacht habe und ich bekomme den Steuerbescheid erst am 1.10.2021. Und zwar steht in diesem Einkommensteuerbescheid, dass ich 10.000 Euro Einkommensteuer nachzahlen muss. Wie geht das Finanzamt jetzt bei der Zinsberechnung vor? Die ersten 15 Monate sind quasi zinsfrei. Das heißt, in den ersten 15 Monaten erhebt das Finanzamt keine Zinsen. 15 Monate nach 2019 enden quasi am 31.03.2021. Dann sind genau 15 Monate rum. Der Zinszeitraum fängt an ab dem 1.04. Ich bekomme meinen Steuerbescheid am 1.10. Das sind genau 6 Monate, nachdem der Zinszeitraum angefangen hat. Und ich muss 0,5% Zinsen pro Monat zahlen. Das heißt, ich rechne 6 Monate mal 0,5% Zinsen sind 3%. Das heißt, ich muss auf meine Einkommensteuerschuld von 10.000 Euro nochmal 3% Zinsen zahlen. Das sind 300 Euro, die ich zusätzlich an Zinsen ans Finanzamt zahlen muss, neben meiner Einkommensteuerschuld. Diese Zinsberechnung, also diese 0,5 pro Monat, die sind verfassungswidrig und die muss ich nicht bezahlen. Wer war von diesen Zinsen eigentlich am meisten betroffen? Das sind in erster Linie Selbstständige und Unternehmen gewesen, bei denen es eine Betriebsprüfung gab. Weil bei Selbstständigen kann das Finanzamt kommen und bis zu 10 Jahre in der Vergangenheit noch eine Betriebsprüfung durchführen und zum Beispiel für einen Zeitraum, der schon 8 Jahre, 7 Jahre, 6 Jahre zurückliegt, feststellen, dass du da vielleicht die Buchhaltung nicht richtig gemacht hast und dass du da nochmal Steuern nachzahlen musst. Und wenn wir uns mal vorstellen, für das Kalenderjahr, was schon 6 Jahre zurückliegt, musst du jetzt nochmal Steuern nachzahlen. Das heißt, du musst 5 Jahre lang Zinsen zahlen und zwar 6%. 5 Jahre mal 6% sind 30%, dann werden aus so einer 10.000 Euro Steuernachzahlung ganz schnell mal 13.000 Euro nur aufgrund der Zinsen. Doch was heißt das Ganze eigentlich in der Praxis für dich? Wichtig an dieser Stelle ist erstmal, dass das Urteil sich auf die Jahre bezieht 2019 und folgende. Wenn du einen Steuerbescheid bekommst, der sich auf 2018 oder die Jahre vorher bezieht, die bleiben so. Aber wenn du jetzt beispielsweise einen Steuerbescheid für 2019 oder 2020 bekommst und auf diesen Steuerbescheid sind Zinsen ausgewiesen in der Höhe von 6% pro Jahr oder 0,5% pro Kalendermonat, dann solltest du unbedingt Einspruch einlegen und in diesem Einspruch solltest du dich auf dieses Urteil beziehen. Welches Urteil das genau ist, also das Aktenzeichen, das findest du unten in der Videobeschreibung einmal. Das heißt, verwende unbedingt dieses Aktenzeichen bei deinem Einspruch. Solltest du in Zukunft einen Steuerbescheid bekommen, in dem das Finanzamt 6% Zinsen verlangt, solltest du auch unbedingt Einspruch einlegen und die Zinsen nicht zahlen. Dieses ganze Urteil und die Veränderung sind grundsätzlich erstmal gute Neuigkeiten und sind auch für die meisten Selbstständigen sehr, sehr positive News. Es gibt aber einen kleinen Wermutstropfen. Und zwar galt die Verzinsung in beide Richtungen. Es ist ja grundsätzlich auch denkbar, dass du beispielsweise eine Betriebsprüfung hattest und das Finanzamt hat festgestellt, dass du vor 5 oder 6 Jahren zu viel Steuern gezahlt hast und dir jetzt Steuern erstatten möchte. Kommt durchaus mal vor. Und diese Steuererstattung wurde auch mit 0,5% pro Kalendermonat versteuert und hat dir natürlich ordentlich Zinseinnahmen beschert. Auch das ist leider vorbei und in Zukunft werden auch Steuererstattungen nicht mehr mit 0,5% pro Monat verzinst.
Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und bewahrt dich davor, zu viele Zinsen ans Finanzamt zu zahlen. Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Steuerberater oder denkst, dass das vielleicht ein ganz sinnvolles Investment sein könnte, dann sind wir vielleicht die richtigen für dich. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot findest du einmal hier verlinkt. Ansonsten solltest du auch unbedingt einmal in unserer Community vorbeischauen. Alle Informationen, was das genau ist und wie du dich anmelden kannst, erfährst du in diesem Video. Schau ansonsten auch gern eins unserer anderen Videos an. Das findest du zum Beispiel hier. Dann musst du 7 mal 12 Monate rechnen. Das sind wahnsinnig viele Monate. Blöd, ich bleib bei meinen 5 Jahren.